Unter dem Motto Rupp up Rad lädt der Landkreis Vechta am Sonntag, den 15. April, zum Radwandertag in Lohne ein. Highlight der Veranstaltung ist die Eröffnung eines brandneuen Radwege-Leitsystems. Wir sehen hier das neue Knotenpunktsystem des Landkreises Vechta. Auf diesem Knotenpunktsystem, das sind ungefähr 150 Knoten, kann man sich entsprechend dieser Nummern dann orientieren. Das heißt, man fährt nach dem Wegweiser nur nach dieser Nummer, braucht sich nach keinen weiteren Karten oder Wegweisern zu richten und kommt dann automatisch an diesem nächsten Knoten an. Und der führt einen wieder weiter. Das kann man vorher im Internet zum Beispiel auch dann ausarbeiten, wie man fahren möchte. Und das ist der große Vorteil, dass man nicht immer nach diesen Wegweisern gucken muss. Die Anmeldung für die geführten Sternradtouren sind noch bis zum 10. April in den örtlichen Rathäusern möglich. Und wer sein Fahrrad lieber zu Hause lassen möchte, braucht sich in Lohne trotzdem nicht langweilen. Wir haben ein buntes Musikprogramm vorgesehen. Wir haben sogar eine Band, die mit Muskelkraft den Strom für ihre Musikgeräte erzeugt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt ein interessantes Bühnenprogramm. Kommen Sie zu uns nach Lohne und genießen Sie den Anradeltag bei uns. Unser Tipp gegen Frühjahrsmüdigkeit, der Radwandertag in Lohne am 15. April ab 11 Uhr.